Grüß euch, meine Lieben. Ich möchte mit euch heute Lachsgabelbissen zubereiten. Die könnt ihr als kalte Vorspeise an Feiertagen servieren. Passt aber auch wunderbar als leckere zu einem Partybuffet. Und wir brauchen dafür geschnittenen Räucherlachs, Gemüsemayonnaise, die könnt ihr selber machen. Ihr könnt ihr aber auch fertige verwenden. Ich lasse euch auf alle Fälle den Link für Gemüsemayonnaise in der Videobeschreibung. Und dann überziehen wir sie noch mit einem Tortengelee. Und das werden wir pikant zubereiten. Und dafür brauchen wir Geleepulver, etwas Essig, Zucker, Salz und Wasser. Für unseren pikanten Überguss gebe ich jetzt Zucker und Salz, das Gelee, Pulver und den Essig in einen Topf, verrühre das und werde das langsam auf dem Herd zum Kochen bringen. Während jetzt unser Gelee kocht, lege ich meine Schüssel einmal mit Lachs aus. Und dann fülle ich unsere Mayonnaise ein, streiche sie ein bisschen glatt. Und jetzt legen wir oben noch einmal etwas Lachs darüber. Und setzen noch einen schönen Tupfer Mayonnaise darauf. Ich habe unser Gelee jetzt ein bisschen abkühlen lassen und überziehe jetzt meine Gabelbissen damit. So kann ich es schön vorbereiten, kalt stellen und gehe sicher, dass der Lachs nicht grau wird. Also eine herrliche Vorspeise, die du schon wunderbar am Vortag vorbereiten kannst. Und dann ganz entspannt deinen Gästen servieren kannst. Und natürlich darf ein bisschen Dekor nicht fehlen. Und dafür geben wir vor dem Servieren noch ein paar Kräuter drauf. Jetzt meine herrlichen Lachsgabelbissen servieren. Ich habe sie noch einmal gut eingekühlt und sie werden ganz wunderbar schmecken. Ich freue mich, dass du wieder dabei warst auf meinem Kanal Gabis Kochbuch. Bis zum nächsten Mal.